Also per se vielleicht nicht, aber ich denke, Fotojournalismus kann Kunst sein. Und ich würde in diesem Fall schon sagen, dass beide Fotografen einen künstlerischen Anspruch haben. Bei Thomas Höpker ist es klar, es ist wirklich ein weltberühmter Fotograf, Magnum-Mitglied, Vorsitzender von Magnum gewesen, mit einem ganz, ganz besonders eigenen Blick. Und ich denke auch, Daniel Biskup verdient durchaus auch die Bezeichnung Fotokünstler. Also es ist keine Denunziation, sondern es ist wirklich der Blick des Westens in diese fremde Welt der DDR. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt bei den Fotos von Thomas Höpker, weil das war ja auch seine Aufgabe. Er sollte ja den Sternlesern mit seinen Bildern einen Blick in dieses fremde Land, Deutsche Demokratische Republik, ermöglichen, weil natürlich die meisten Bundesbürger nie in der DDR gewesen waren. Also die Situation ist ja eine völlig andere. Also Daniel Biskup besucht Länder, die am Abgrund stehen, muss man sagen. Da ist keine Zeit für Humor, für Lebensfreude, wobei man natürlich sagen muss, es gibt natürlich auch Fotos aus der Sowjetunion, aus Russland, die auch Lebensfreude zeigen, gerade der Jugend. Aber auch die Bilder aus den Flüchtlingslagern im ehemaligen Jugoslawien, da gibt es natürlich hin und wieder so ganz, ganz kleine Momente, wenn er zum Beispiel Kinder fotografiert, die so ganz verschmitzt in die Kamera lächeln. Also da blitzt immer so ein bisschen Lebensfreude noch auf. Also das, finde ich, ist auch das Schöne an diesen Bildern, dass man immer sieht, es gibt auch Hoffnung.